Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück bei Car Mechanic Simulator 2018. Ist jetzt ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal direkt an, ohne großes Vorwort, einfach mit dem nächsten Kampagnenauftrag. Mal wieder der Herr Friedewald. Das ist nicht der Offroad-Trip-Mensch? Hallo, ich bin es mal wieder. Ich glaube, der Wochenendtrip war zu viel für meinen Wagen. Ich habe mich ein wenig informiert und mit den Leuten vom Auto aus gesprochen. Die Aufhängung hat einiges abbekommen und einige Teile fehlen. Bitte machen Sie diesen Wagen wieder fahrtauglich. Ach ja, die im Autohaus meinten, dass die Reifen erneuert werden sollten. Bitte ziehen Sie daher neue Reifen auf. Wenn es nötig ist, in 2 Wochen steht das nächste Offroad-Wochenende an. Naja, danach wird er wahrscheinlich wieder hier landen, ne? Mit seiner Karre. So, an der Karosserie fehlt jetzt nichts, ne, oder? Ach so, es ist... Türscheibe auf der rechten Seite beide, Karosserie-Scheibe rechts und Außenspiegel rechts. Ah, das ist der Olsen Grunt Club. Da. Olsen Grunt Club. Auf der rechten Seite haben wir einmal die Karosserie-Scheibe rechts. Außenspiegel rechts, die Türscheibe hinten rechts und die Türscheibe vorn rechts. Machen wir das Ganze doch mal. Montage von Karosserie. Hier haben wir die Karosserie-Scheibe, Türscheibe, auch die Türscheibe und den Außenspiegel. Gut, das haben wir schon mal. Das ist schon mal alles abgehakt. Ja, ansonsten, was mache ich denn da? Ansonsten bringen wir dich jetzt mal auf die Hebebühne. Gucken mal, was so los ist. Die... Das ist kaputt. Die Reifen auf jeden Fall, die müssen neu, wie er es gesagt hat. Und hinten... Da muss auch ein bisschen was neu, aber das passt schon. Das kriegen wir alles hin, würde ich mal so behaupten. Fangen wir doch mal an der Hinterachse an. Gucken mal, ob da die Reifen auch neu müssen oder ob das tatsächlich nur vorne der Fall war. Ich würde mal so sagen, die Bremsscheibe ist auch hinüber. Obwohl, die geht scheinbar noch. 58% ist wahrscheinlich das, was noch geht, genau. Aber das Hitzeschutzblech geht nicht mehr und der Achsschenkel geht auch nicht mehr. Genauso wie die beiden Sachen. Dürfen beide nicht mehr gehen. Machen wir weiter hier mit dem hier. So, genau, da muss ich jetzt das abnehmen. Die Bügel, die sehen auch okay aus. Ne, die Bügel müssen auch ersetzt werden. Und die Platte dann auch und der Längslenker auch. Auf der anderen Seite holen wir wieder auch alles ab. Weil ich da glaube, dass der Achsschenkel auch ersetzt werden muss, müssen wir sowieso alles hier auseinandernehmen. Das Hitzeschutzblech wahrscheinlich auch, ne? Ja, genau. Und der Achsschenkel. Ja. So. Natürlich auch. Auf der Seite war das Ding noch okay. Jetzt will ich gleich mal kurz gucken, wie das ausschaut. Mit der Gummilagerbuchse auf der anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite muss eine neue rein. Oh, Kühler Typ A und Lüfterzarge Typ A muss neu. Das machen wir doch jetzt als erstes.
Kühler Typ A. Lüfterzarge. Ah, aber da muss ich, da brauche ich doch auch den Ventilator dann, ne? So. Das geht ja nicht ohne. Nee. Lüfterzarge Typ A, Ventilator braucht man dann nämlich auch noch. Ach. Da. Typ A, Ventilator. Hier haben wir den. Auf geht's, los. Das hier auf jeden Fall schon mal erledigt hier vorne. Damit dürfte ich hier unten die Sachen abgeschlossen haben. Das eine zählt nicht, der Ventilator, weil keine Ahnung. Puh. Na gut, von mir aus. Machen wir aber erstmal wieder die Hinterachse fit. Ich muss mich mal kurz einen Moment muten. Kleinen Moment bitte. Entschuldigung, Leute. Wichtiger Anruf. Da musste ich dran gehen. Ich wollte es jetzt auch nicht unterbrechen. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, dass ich mal 2 Minuten stumm war. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Machen wir das jetzt hier mal zu Ende, die Hinterachse. So, Ackschenkel HA Typ C, diese waren auch auf beiden Seiten kaputt. Ackschenkel HA Typ C zweimal. Und da war noch ein Hitzeschutzblech. Das da oder das da? Das weiß ich jetzt nicht. Mal gucken. Bierlochscheibenbremse HA. Ohne mir auch zweimal. So, dann können wir diese Seite schon mal fertigstellen. Hätte zwar die Bremsscheiben nicht drauf gelassen, aber das ist nicht mein Bier. So. Und die hinten sehen ja noch gut aus. Okay. Und die andere Seite machen wir direkt mit neu. Und da dürfen wir auch alles schon für haben. Da brauchen wir nicht extra noch was kaufen. Okay. Bremsbeläge, Bremssattel schnell drauf. Dann die Felge montieren und fertig ist der Karton hinten. So. Perfekt. Jetzt dürfte ich alles an der Hinterachse haben. Gummilagerbuchse groß. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Hier habe ich eine gebrauchte reingesetzt. Ah, ich habe keine. Ah, okay. 2 Stück.
muss auf beiden Seiten ja eine rein. Na gut, obwohl das hier eigentlich noch nicht so weit war, dass das hätte ausgetauscht werden müssen, aber... Na gut, jetzt dürfte ich beide haben, ne? Ja. Okay, dann kann ich mich um die Vorderachse kümmern. Und hier, ja, die Reifen sehen nicht mehr gut aus. Na? Da hat mein Spiel ganz schön geruckelt. Ja. Müssen wir eh alles auseinandernehmen. Weil wir ja komplett den Vorderachsträger rausnehmen müssen. Das heißt, wir müssen sowieso hier alles abnehmen. Und machen wir das mal eben. Gute Querlenker hier oben. Und eigentlich auch die Gummilagerbuchsen. Bunte Querlenker. Der hier unten ist aber kaputt. Da bin ich jetzt halt dann mal gespannt, ob die da auch neue Gummilagerbuchsen reinhaben wollen oder ob ich da die alten nehmen kann, weil die waren ja noch gut. So. Das muss raus. Das muss raus. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob die alle kaputt waren. Also die vorderen auf jeden Fall. Wie viel habe ich jetzt, die ich ersetzen muss? 2. 3. Ach komm. Ersetzen wir gleich am besten einfach auch alle. Kaufen wir jetzt einfach wieder so 20 Stück und dann kommen halt nur komplett neue drauf. Das passt schon so. Vorderachsträger kann ich abnehmen. Das hier muss ja sowieso ab. Ja, ja, meines Erachtens nach. Auch auf jeden Fall. Spurstange geht noch, ne? Spurstange geht noch. Wir werden das auf der anderen Seite. Ansonsten würde ich hier schon mal die gebrauchte Spurstange wieder draufsetzen. Hier auf der anderen Seite brauche ich nämlich eine neue. Gut. Radlager raus. Radnabe ist noch gut, aber das Hitzeschutzblech darunter definitiv nicht mehr. Querlenker ist noch gut. Aber auch hier der Achsschenkel ist kaputt. Okay, haben wir alles rausgefunden, was wir brauchen? Ja. Spurstangenkopf brauche ich 2-mal und eine Spurstange. Davon kaufen wir mal 20 Stück. Spurstangenkopf 2-mal und eine Spurstange. Hier schon mal wieder ansetzen. Hier. Gut. Der Vorderachsträger Typ C. Vorderachsträger Typ C. Da kann ich dann schon mal einiges wieder zusammenbasteln. Hier kommen einfach komplett neue rein. Auch wenn es vielleicht nicht gemusst hätte. Ich mach's einfach. Dann hat da nämlich auch niemand irgendwas zu meckern. So, den Achsschenkel VA Typ C brauche ich 2-mal. VA Typ C 2-mal. Also der Typ sollte mit seinem Auto nicht mehr Offroad fahren. So, die sind alle noch gut. Dann gibt es aber trotzdem neue Gummilagerbuchsen. Wer weiß, was es sonst wieder zu meckern gibt. So, Spurstangenköpfe können rein. Die neuen. Querlenker VA und ein Typ B, die müssen neu.
VA und ein Typ B 2. Na komm. Mal sehen, wie oft wir den nochmal sehen werden während unserer Kampagnenmission. Wie oft er noch bei irgendwelchen Festivals sein Auto zu Schrott fährt. Man darf gespannt sein, nicht wahr? Hier kann ich auch gleich die Koppelstange dran machen und den Rest muss ich wahrscheinlich neu machen. Weil Stoßdämpfer. Hat er die noch gut aus? Brauchte er nicht neu? Na gut, umso besser. Brauche ich es nicht auseinandernehmen. Stimmt das auch? Antriebswelle. VA Typ A. Zweimal brauche ich das. Warum jetzt denn doch beide Spurstangen neu? Also das verstehe ich nicht. Die Spurstange hier ist noch gut. Er sagte mir, das brauchst du neu. Das verstehe ich nicht. Naja. Dann kriegt er halt hier auch eine neue Spurstange. Ist okay für mich. Wird mir wahrscheinlich noch nicht bezahlt, aber... Jetzt ist Schutzblech. Jetzt ist Schutzblech. Das hier. Zweimal. Na komm. Auf der anderen Seite? Warum kann ich das auf der anderen Seite nicht dran machen? Doch. Doch. Ist mir noch nicht angezeigt worden. Radnahrung muss nicht ersetzt werden. Radlager nämlich auch nicht. Die hier auch nicht, aber die Antriebswelle. VA Typ A. Antriebswelle VA Typ A zweimal. Die Reifen natürlich noch, die darf ich jetzt gleich nicht vergessen und nicht die alten aufziehen. Müssen ja hier vorne, hier hinten neu gemacht werden. Doch, hier vorne neu gemacht werden, nicht hier hin. So, die Felge ist noch gut, ne? Es fehlen nur noch Reifen All-Terrain Terrain Premium. Reifen, All-Terrain Premium, ja, die Größe bräuchte ich vielleicht noch. 245, 45, 20. Zwei Stück davon. So. Einmal die Reifen abziehen, bitte. Ansonsten, Motorhaube kann ich schon mal zumachen. Und auch bei dem hier bitte abziehen. Dankeschön! Ansonsten sieht der Wagen aber auch nicht mehr allzu gut aus. Sollte vielleicht sich wirklich nochmal überlegen, mit dem Zeug aufzuhören. Naja, mir bringt's Geld. Ist mir eigentlich auch egal. So, einmal auswuchten bitte. Ups, nee. Und auf geht's. So, und dann mache ich schon mal Nummer 1 dran in der Zeit, wo das alles am Auswuchten ist. So. Und bitte. Dankeschön. Und auch einmal hier dran.
Gut, damit würde ich sagen, sind wir mit dem Auftrag fertig und haben 8.850 Dollar verdient. Perfekt. Und eine Kiste bekommen. Da gucken wir mal direkt, was drin ist. Teile verkaufen hier. Ah, das, was da drunter ist, kommt weg. Die Kiste. Einmal öffnen bitte. Ja. Zwei Scheunenkarten. Was ist das andere? Abgasrohr. Abgaskrümmer. Okay. V8, your Tuning. Oh. Der Wert. Bisschen was. Wir machen jetzt noch ein Autochen. Den haben wir gerade eben schon, den Olsen Grand Club. Möchte ich jetzt nicht nochmal machen. Den Hyundai Veloster N machen wir jetzt einfach mal. Da ist ein lauter Auspuff und das Getriebe kaputt. Nehmen wir mal den. Das ist da. Ach ja, genau, das war der mit den hier auf der Seite zwei Türen, auf der Seite nur eine Tür. Scheuert. Muss ich mal gerade nachschauen, ob das der war. Und das war tatsächlich der. So, gucken wir erstmal unter der Motorhaube, ob wir nämlich da natürlich erstmal den Anlasser ausbauen müssen. Ganz klare Geschichte. Ansonsten kommen wir hier an die. Das kann man ja auch gleich ausbauen. Abgaskrümmer R4B. Turbolader raus. Und nach oben mit dem Gerät. Kann ich gleich schon mal kaufen. Den Abgaskrümmer R4B. Abgaskrümmer R4B. Dann muss ich erstmal den Reifen mit der Folge abnehmen. Jetzt kann ich die Antriebswelle rausziehen. Auf der anderen Seite natürlich genau das gleiche. Antriebswelle raus. Flammrohr kann ab. Die Zwischenwelle kann raus. Sonst hat er wieder gar keinen Auspuff. Bedeutet aber schon mal, das Flammrohr R4A Typ B kann wieder dran. Flammrohr R4A Typ B. Obwohl, ich mache das jetzt erstmal hier fertig. Das Getriebe. R4A. Kupplungsdrucklage, also ist ja komplett alles bei der Kupplung kaputt. Wie es ausschaut. Ja, da ist alles kaputt. So, das Getriebe R4A. Das Schwungrad. Und die ganzen Kupplungsgeschichten. Das hier einmal und das hier einmal. Hier wieder alles montieren. Nein. Hier ist falsch, weil das ist so ein, ein Teil, was wir irgendwo anders mal verbauen wollen. Da werde ich noch öfter drauf reinfallen, wahrscheinlich. Das Getriebe sitzt, Antriebswelle. Die Dinge können alle wieder dran. Der anderen Seite genau das gleiche Spielchen. Alles wieder dran. Super, dann kann ich den wieder runterlassen, weil da muss ich wieder am Motorraum dran, den Anlasser dran machen, einen Turbolader und einen Abgaskrümmer. Turbolader und den Abgaskrümmer.
Perfekt. Gut, dann dürften wir hier auch fertig sein. Ja, sieht gut aus. Gibt gutes Geld für den kleinen Auftrag. Und noch eine Kiste haben wir bekommen. Sehr schön. Ja, damit. Sieht aus wie eine Nockenwelle. Ja, ein Luftfilter und ein Zündkabelsatz. Oh, der Luftfilter ist ein Tuning-Teil. Sehr schön. Kriegt er übrigens ein Geld? Ja, ein bisschen. Level gestiegen. 9. Schade. Oder? Genau, keine verfügbaren Punkte. Eine Sache machen wir jetzt noch. Cobra, ne. Nehmen wir doch den Rhino Piccolo. Auftrag annehmen. Haben wir was mit den Filtern und im Motorraum? Was haben wir denn hier so eigentlich schönes? Kraftstofffilter. Normalen Luftfilter wahrscheinlich. Ja, und der Ölfilter da unten, da muss aber auf die Filter. Kraftstofffilter, Luftfilter. Die beiden Teile brauche ich schon mal. Ja, auch wieder alles in der Rand. Hier so Klammern oder so musste ich auch noch nie ersetzen. Ich ein bisschen schade. Ach, Quatsch. Machen wir jetzt nochmal der. Kraftstofffilter. Und einmal bitte auf die Hebebühne. Was ist denn ansonsten hier bei dem Fahrzeug? Der Ölfilter, klar. Wasserpumpe, Riemenspanner und Zahnriemen. Machen wir erstmal den Ölfilter. Ölfilter R4A. Hallo. Ja, gut. Ölfilter R4A. Bitte schön, hast du auch 9. Jetzt noch ein bisschen was so im Motorraum. Der Riemenspanner muss neu. Was war es hier? Der Keilriemen nicht. Auch nicht. Die Wasserpumpe muss neu. Mal wahrscheinlich, dass sie abnehmen, weil der Zahnriemen auch neu muss. Steuergehäuse muss ab und darunter dürfte der Zahnriemen sitzen. Zahnriemen R4. Zahnriemen R4A. Dann haben wir den Riemenspanner und die Wasserpumpe R4A. Dürfte es gewesen sein. Nicht, da habe ich davon jetzt einfach ein neues Paar. Zack. Gehäuse wieder dran. Und dann bin ich jetzt gleich auch direkt damit fertig. Genau, es war die richtige Wasserpumpe, die ich gekauft habe. Keilriemen dran. Riemenspanner dran. Und den anderen Keilriemen dran und fertig ist der Karton. Gibt nicht so viel Geld, aber passt schon. Eine Scheunenkarte haben wir noch gekriegt, die aktivieren wir noch und ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo da, lasst ein Like da, wie auch immer ihr das machen wollt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal Car Mechanic Simulator 2018 wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao.